Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout New Vegas. Wir haben uns letzte Folge mit Dr. Klein ein wenig unterhalten, haben alle Sachen abgegeben, beziehungsweise ihm Bescheid gesagt, dass wir die nötigen Informationen hochgeladen haben, haben jetzt die Tür zur verbotenen Zone entriegelt und unterhalten uns hier mit den anderen Robotern noch ein wenig. Dr. Klein hat erzählt, dass hier die Einrichtung mal angegriffen wurde und das wollen wir mal rausfinden, was da vor sich ging. Ich habe gehört, Sie und 8 wurden von früheren Besuchern angegriffen. Dazu sage ich lieber nichts. Und 8 wird auch nichts dazu sagen. Dem haben sie ordentlich das Sprachmodul kurzgeschlossen. Es waren auch nicht alle Besucher, nur dieser eine von ihnen. Er nahm die Kontrolle von Little Yangtze an sich, unserer alten Menschenfarm. Menschenform? Erzählen Sie doch mal, was hier passiert ist. Dieser Mensch, es war unglaublich. Er brach aus der Denkfabrik aus, in Sekundenschnelle. Dann übernahm er Yangtze, besorgte sich Bombenhalsbänder und fing an Testsubjekten zu experimentieren, bis er die richtige Frequenz hatte. Wir schickten ihm Roboter entgegen, aber er hatte so eine aufgemotzte Laserwaffe, mit der er sie in Scheiben schnitt wie Käse. Papier. Als er sich in den Zentralrechner hackte, wurde 8 kurzgeschlossen. Bei mir adressierte er die Prozessoren neu, um das Schienennetz zu kontrollieren. Für die zerstörten Bahntunnel können Sie sich bei unserem Besucher bedanken. Der hat hier alles kurz und klein gemacht. Während wir versuchten, die Oberfläche zu versiegeln, brach er mit einem der Züge durch einen Tunnel. Inzwischen versiegelt. Aber... Okay, interessant. Kommen wir vielleicht an diese Waffe heran? Wer waren die anderen? Noch 2 menschliche Exemplare. Eines kam nicht lange nach dem Unruhestifter. Und das letzte... Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich dachte, das erste würde man in Y-17 lobotomisieren, aber irgendwie ist sie entkommen. Das letzte Subjekt? Klein könnte mehr darüber wissen. Er sprach mit ihm und ließ ihn dann aus der Denkfabrik. Hoffentlich wusste er, was er tat. Warum? Klein weiß Dinge, die wir nicht wissen. Und ein paar dieser Dinge besprach er mit dem letzten Besucher. Gefährliche Dinge, wenn sie herauskämen. Gut, werden wir dann Klein mal noch drauf ansprechen. Was machen Sie hier? Alles, was mit Robotern zu tun hat. Wenn Sie einen Roboter sehen, dann ist er von mir. Ein Roboter in Einzelteilen? Von mir auseinandergenommen. Ich habe ein Händchen für Maschinen. Ich kann sie alle außer Betrieb setzen und in einem nicht funktionsfähigen Zustand erhalten. Das klingt nicht besonders beeindruckend, Maschinen kaputt machen. Kann ich auch. Ach, meinen Sie? Warten Sie nur, bis eine funktionstüchtige Maschine Sie bedroht. Dann werden Sie mich noch herbeisehen. Hast du irgendeine Möglichkeit, wie wir die Roboter-Skorpione? Scheinbar nicht. Haben Sie einen anderen Namen? Habe ich, ja. Er lautete nicht immer O. Ich habe ihn standardmäßig angenommen, denn so ist es einfach leichter, einen Fehler einzugestehen. Dazu möchte ich nichts sagen. Das ist ein Wunderpunkt, der mein Gel gerinnen lässt. Ich bin ein guter Zuhörer. Ich habe die richtigen Ohren dafür. Prima, Psychologie. Eindeutig die schlimmste aller Wissenschaften. Gleich nach Kolosko-Diaristik. Okay. Mein Name war und ist nicht O. Es war irgendwas Rundes und ein einzelnes Zeichen. Eine Ziffer, aber nicht O. Aber auch mit verbesserten Sensoren hat es niemand hinbekommen. Es kam immer nur der Buchstabe. Niemals die Zahl. Gut, leider haben wir nicht genug Intelligenz, um das zu lösen. Ich hätte weitere Fragen. Na schön. Fragen Sie. Ich wollte mit Ihnen über Ihren Namen sprechen. Was ist damit? Ich verspüre nicht den Drang, mich auch noch mit Ihnen darüber auseinanderzusetzen. Gut, da habe ich nicht genug Intelligenz für. Erzählen Sie mir von Möbius und seinen Monstern. Möbius, dem Genie, ist es gelungen, aus Ersatzteilen beeindruckende Roboskorpione zu basteln. Sogar einen Anstrich hat er ihnen verpasst. Habe versucht, sie auseinanderzunehmen. Aber jedes Mal fliegen sie mir granatenmäßig um die Ohren. Und ich trage Verbrennung davon. Jedes Mal. Angeblich hat er sogar noch größere Modelle. Sogar einen gigantischen Roboskorpion. Irgendwo in der verbotenen Zone. Na klar, ein riesiges Monster. Das gefällt mir nicht. Ein gigantischer Roboskorpion?
Tja, verrückt was. Wie aus einem uralten Science-Fiction-Film. Lächerlich und wenig wahrscheinlich. Naja, gut. Ich könnte es mir gut vorstellen. Können Sie mir was über die Einrichtung erzählen? Big MT war ursprünglich nur ein Berg. Aber dann kam es zu einem kleinen Missgeschick. Jetzt ist er ein Krater und die Kuppel liegt offen. Verstehen Sie mich nicht falsch. So wirkt der Nachthimmel wie ein Planetarium. Und all diese Spektren erst so entspannend. Wie schön. Ich brauche mehr wertlose Deckel, um die Handelsfunktion der Zentralintelligenzeinheit oben zu testen. Vielleicht habe ich noch ein paar. Lassen Sie mich nachsehen. Ja, unter den Monitoren waren noch ein paar. Bitte sehr, hilft, Ordnung zu halten. Danke. Und dann haben wir uns aber auch lang genug miteinander unterhalten. Also dann, bis zu unserer nächsten planmäßigen Audioübertragung. So in etwa. Gut, wer ist denn da hinten? War ja noch einer. Wir haben hier noch eine Kiste mit Mandats. Nehme ich mit. Da ist Korken drin, Vorkriegsgeld drin. Und hier? Altmetall. Gut, dann haben wir hier Dala. Sie atmen zu hören. Sie sind ein ungewöhnliches Exemplar. Einfach so frech in die mächtige Weite der Denkfabrik zu laufen. Furchtlos und stolz wie ein Teddybär. Zwischen ihren höheren Hirnfunktionen und ihres angstinduzierten Harndrangs dürfen sich Lobotomisierte uns nicht nähern. Oder gar mit uns sprechen. Und doch haben sie keine Angst vor mir. Ihre Epidermis durchflutet von Blut, das geschmolzene Plasma darunter, ihr Gesicht verzerrt von Ausdruck. Werden sie mir nachgeben? Ein paar Worte sagen? Drehen Sie sich bitte zum Monitor, dass ich dies zur späteren Auswertung aufzeichnen kann. Der flinke Gelehrte schlug den trägen Paladin? Was? Ja, ja, machen Sie weiter. Zu sehen, wie Ihre Lippen und Ihr Mund die Worte formen, gleichsam abscheulich und irgendwie... Wie fühlt sich das an, wenn sich das Fleisch in Ihrem Mund so bewegt, jeden Muskel zu kontrollieren? Und die Zunge, als hätte man einen Fisch oder eine extrem gewandte, sich räkelnde und windende Schnecke in seiner Mundhöhle. Interessant. Wahrnehmung leider nicht gut genug. Wer sind Sie und was machen Sie hier? Aber mein kleiner Bär der Teddyhaftigkeit. Ich bin Dr. Dala, erste Hauptforschungsleiterin für Mineralogie und Medizin. Ich habe 211 Doktortitel in beiden Wissenschaften und Techniken, diese anzuwenden. Ich habe zudem einen Abschluss in Neugier und höherer Neugier. Doch wenn möglich, ziehe ich Feldforschung und Beobachten dem Studieren von Holobändern vor. Das hat sich als sehr nützlich erwiesen, besonders jetzt. Ich bin Experte in Humanologie und Lobotomietverhalten hier im Big MT. Meine Forschung ist keine Formografie. Sie dient wissenschaftlichen Zwecken. Was ist denn Formografie? Es ist die ausgiebige Betrachtung der menschlichen Form, psychologische Erregung zu erfahren. Ekelhaft. Ich würde niemals solchen Urtrieben erliegen. Ablenkungen. Schmutzige, schmutzige Ablenkungen. Wie ist denn das mit den 211 Doktortiteln überhaupt möglich? Wir erschaffen hier im Big Mountain nicht nur wissenschaftliche Wunder, sondern auch neue Wissenschaften. Alles kann quantisiert, kategorisiert und seziert werden, bis jede Gruppe gruppierbar oder partitionierbar gemacht wurde. Okay, oberster Hauptforschungsleiter, das sind eine ganze Menge Titel. Was ist denn in der Hierarchie schon ein Name ohne Titel oder ein Suffix? Es ist eine bleibende Bewertung von Persönlichkeit und Bedeutung. Für uns ginge es nicht ohne. Sie müssen sich doch der Bedeutung solcher Zusätze bewusst sein, ebenso wie Sie sicher selbst über einen Titel verfügen. Man nennt mich manchmal ein Kurier. Oh, ein Postbote.
Ein Lieferjunge, der Pakete von Ort zu Ort trägt, indem er seine primitiven Füße oder ähnliche Beförderungsmittel verwendet. Sie sind der zweite, den ich kürzlich getroffen habe. Sehr verschiedene Exemplare. Okay, es gab hier noch einen Kurier? Natürlich. Sie sind doch auch anderen auf ihren Reisen begegnet. Dieser kannte auch andere Kuriere, allerdings scheinbar nicht den richtigen. Er stellte uns viele Fragen, darunter eine sehr verblüffende. Wir mussten dieses Segment aus Sicherheitsgründen aus unseren Speicherbänken löschen. Wie war die Frage? Weder weiß ich das, noch sollten wir versuchen, darauf zuzugreifen. Vielleicht hat Dr. Klein die Logdateien. Meiner Einschätzung nach sollten Sie es dabei belassen. Ich glaube nicht, dass Klein dieses Gespräch als sehr zufriedenstellend in Erinnerung hat. Ich schätze mal, das ist dann dieser, diese dritte Person, von der Dr. O schon gesprochen hat. Warum haben Sie mein Gehirn entfernt und vor allen Dingen wie? Oh, das Entfernen ist eine einfache Prozedur. Nun ja, die Komplikationen für Herz und Rückenmark außer Acht gelassen. Aber wenn Herz und Rückenmark erst weg sind, keine Probleme. Subjekt festschnallen, ein Lasereinschnitt um den Schädel herum. Knack, Schnipp, fertig. Das Hirn ist endlich vom Hautmantel befreit, der automatisiert wird und zu Aufräumarbeiten im Big MT verbleibt. Lobotomisierte. Mit Ihnen jedoch stimmt definitiv etwas nicht. Wir hatten noch nie einen Lobotomiet, der weiter gesprochen hat, nachdem er lobotomisiert wurde. Ich bin erleichtert, dass das Beruhigungsfeld aktiv ist. Sonst müsste ich meinen Kollegen meine Besorgnis wegen der Sicherheitsprotokolle mitteilen. Und wie kommt es, dass ich halt immer noch laufe und spreche? Das ist eine gute Frage. Meine Theorie ist, dass die Tesla-Spulen in ihrer Hirnschale noch irgendwie mit ihrem Gehirn verbunden sind. Es könnte wirklich überall sein. Hirne sind sehr viel klüger, als ihnen die meisten Forscher zugestehen. Wir haben noch immer ihr Herz und Rückenmark. Sollten sie ihr Gehirn finden, wohin auch immer es geschlurft ist, könnten sie wieder ein Mensch werden. Das habe ich vor. Ich fühle mich seltsam, friedvoll, aber angespannt. Die Beruhigungsfeldemitter senden ein Signal in die Leere ihres Schädels. Ohne ihr Hirn wird ihre Aggression hier unterdrückt. Kann man es irgendwie abstellen? Warum sollten sie das wollen? Sie könnten sich ihren Hormonen ergeben und ihre Uraggressionen an mir ausleben. An uns. Wieder und wieder. Dann müsste ich die Gefallen erwidern, meine Vivisektoren aktivieren und sie zärtlich von hinten lobotomisieren. Etwas, das ich nur ungern tun würde. Nein, der einzige Weg, das Feld zu umgehen, ist, ein Gehirn zu besitzen. Und das haben wir entnommen, wie bei allen Lobotomisierten hier. Okay, macht mir gerade ein wenig Angst. Ich hätte aber auch weitere Fragen. Ein Verhör? Wie faszinierend. Bitte beginnen Sie. Können Sie mir denn etwas über Dr. Möbius erzählen? Dr. Möbius, ein monströses Hirn, durchzogen von den Falten tausender Bosheiten, mit einem neiderfüllten Auge, das die Welt erkennt. Aus der Denkfabrik wegen Verbrechen verbannt, die zu abscheulich sind, um sie aufzuzeichnen. Und wegen Differenzen bezüglich der Forschungsmethoden. Sein furchtbares Auge starrt uns stets prüfend von der Kuppel in der verbotenen Zone aus an. Spioniert uns allen nach. Mit steigender Vergrößerung. Das ist natürlich nicht so schön. Ich verstehe nicht, wie uns die Technologie, die Dr. Klein will, helfen soll. Es wird alles klar werden. Wenn nicht, werden wir zumindest die Technologie hier in der Kuppel haben, dort, wo alle Technologie hingehört. Wenn wir alle Technologie haben, alle Antworten, können wir sie mit der Welt teilen. Alles wird in Ordnung sein. Und alles wird wie Big MT sein. Also werden alle lobotomisiert, so. Können Sie mir etwas über die große Leere Big Mountain erzählen? Dieser Berg,
jetzt Krater, umfasst die Summe des gesamten Wissens der Menschheit. Er heißt Big MT, wo alle Fragen Antworten finden. Sie werden sehen, egal was die Frage ist, Big MT liefert die Antwort, wie er es für so viele vor Ihnen getan hat. Was waren das denn für vorherige Testsubjekte? Oh ja, wir hatten Besuch von anderen Subjekten. Deshalb mussten wir das Beruhigungsfeld kalibrieren und die Hirnstrahlen und Vivisektoren aufwärmen. Erst vor kurzem kamen 3-1 Subjekte an. Sie haben verschiedene Experimente ruiniert und sogar 2 von uns verwundet. Es ist eine Schande, dass sie ihre Gehirne mitgenommen haben. Bei ihnen haben wir jedoch Maßnahmen ergriffen, dieses Problem zu unterbinden. Wir haben sie so konditioniert, dass sie weder über diesen Ort und seine Geheimnisse sprechen, noch sich gegen uns wenden können. Ist das nicht schön? Wunderschön. Warum haben Sie vorher 3-1 Subjekte gesagt? Wahrscheinlich, weil 2 entkommen sind. 3-1 ist 2. 2 sprachen mit uns. Nacheinander. Einer gemein, einer neugierig. Aber es gab einen dritten, mit dem wir nicht sprachen. Ah. Dieser ist -1. Er wurde traumatisiert und wird jetzt in einer unserer medizinischen Einrichtungen enttraumatisiert. Eine unschöne Prozedur. Okay, was ist denn mit den Besuchern passiert? Fragen Sie Dr. O. Und Sie hätten einst 8 fragen können, bis er bei dem Angriff ernsthaft verletzt wurde. Wir mögen ihn so lieber. Das wäre dann genug geredet fürs Erste. Bis zu unserer nächsten Interaktion, mein faszinierender kleiner Lobotomit. Ich glaube, die mag uns. Oh. Gut, wir gehen hier nochmal die Kisten durch. Und reden nochmal mit den restlichen. Elektroschrott. Truhe. Das wäre Intelligenz +1. Ach, und wir haben, glaube ich, Möbius Brille, die uns auch Intelligenz +1 macht. Und dann können wir das eine mit dem... können wir vielleicht die Frage beantworten. Moment, machen wir das noch schnell. Oh, die gibt sogar +2. Sehr gut. Das war zu erwarten. Tja, bla bla bla. Wo waren das mit dem Namen hier? Was ist damit? Ich verspüre nicht den Drang, mich auch noch mit ihm darüber auseinanderzusetzen. Dann können wir nämlich jetzt auf Intelligenz gehen. Wenn Sie Ihren Buchstaben mit einer Zahl verwechselt haben, dann ist Ihr Name Dr. O. Dr. Null. Jawohl, danke sehr. Null. Ich bin Null. Ist das so schwer? Eine schmale, dünne Null. Okay, hätten wir das erledigt. Ich weiß nicht. Also, O klingt irgendwie viel beeindruckender. Mein Name ist Null. Ich bin stolz darauf, klar? Er bekommt einfach nicht die Anerkennung, die er verdient. In Wahrheit hänge ich gar nicht so an dem Namen. Mir geht es nur darum, dass die Leute den Unterschied begreifen. Es ist nur, beide sind so rund und leer. Bei einem Monitorscan heißt es dann immer, ach, das ist O. Einmal Vivisektion, bitte. Okay, Null und O sehen äußerst ähnlich. Das können wir jetzt leider noch nicht machen. Da bräuchten wir noch irgendwas, was 2 Intelligenz bringt. Guck ich mal gerade, ob ich da was da habe. Sprache, Glück +1. Nee, leider nur Intelligenz +1. Schade. Aber gut, dann ziehe ich jetzt hier das, genau, das mal wieder an. Sonst habe ich aber auch, glaube ich, nichts, was die Wahrnehmung oder so hoch macht. Das heißt, wir können da vorerst nichts machen. Ich glaube aber, dass die Aufgabe ja noch nicht abgeschlossen ist, oder?
Den Idioten mit der Sonnenbrille hinten im Helios One. Ach, das ist ja gut, das ist noch von den alten, also vor dem DLC. Aber gut, dann reden wir jetzt mal mit den anderen noch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid das nächste Mal auch wieder mit dabei. Bis dann. Ciao, ciao.